Herzlich willkommen zurück zu Banners of Ruin. Wir nehmen die Helfen an und gucken mal, was wir an Vorräten kriegen. Das sind einfach Karten. Fügt 3 Gift zu, schön und gut. Das ist halt für die komplette Reihe 5 Damage, ne? Warte mal. Geht jede Runde um 1 erhöht das Gift? Ich dachte, das sinkt um 1. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das machen will. Ich nehme lieber das da. Lieber das da. So. Zögern. Truppe leidet 5 Schaden. Bei Ablauf. 500 DP oder den Waffen vor. Ich nehme die 500 DP. Die Schaden nehme ich jetzt einfach so. Oh. Ich dachte, die Waffenkammer bleibt bestehen. Na gut, Janning. Wenn immer der Charakter Schaden zufügt, fügt der Blutung hinzu. Geil. Ja, bitte. Und du? Zu Beginn der Runde kriegt er einfach 8 Blocken. Oh, immer wenn er ein Talent spielt. Das ist auch interessant. Nehme ich. Überfall. Ja, lass mal den Überfall nehmen. Häschenüberfall. Na gut. Immer wenn du ein Talent spielst, war das, ne? Du machst 8 hier oben, 12 und 8 passt. Na, was ist das jetzt für 0 zu haben? Oh, dieses Geräusch. Das ist so gut, dass du das... Das Ganze ist so geil verbinden. Zack, kostet wieder nichts. Das ist so nice. So, jetzt schauen wir 33. Dann machen wir da mal weiter. Der Hammer hämmert aber ordentlich. Okay, ja, du nimmst das da und dann passt das jetzt auch wieder. 60. Und die haben auch hier alle wegen seinem Nachtragend ordentlich Blutung erhalten. Das ist eine sehr geile Kombination hier. Eine sehr geile Kombination. Okay, du stirbst ja so oder so. Du stirbst auch. Oh, ist das gut. Jetzt können wir das wirklich mal brauchen. Schön. Schön, schön, schön. Und du stirbst auch. Gut, dann brauchen wir nichts mehr machen. Ja. Ach, Dot ist einfach geil. Der Charakter einem Gegner insgesamt 30 Schaden zufügt, erhält er einen Max-Ausdauer für diesen Kampf. Ich weiß nicht, ob der Dot dazu zählt. Probieren wir. Du bist eine Stufe aufgestiegen, mein Lieber. Oh. Wann immer dieser Charakter Schaden durch Blutung erleidet, erhält er Willenskraft. Seine Max wird. Seine Max wird um 3 erhöht, wenn er jemanden tötet. Okay.
Da kann Dot nicht dazu zählen, aber. Müssen wir mal gucken, dass wir das halbwegs hinkriegen. Der kann passen, Elite-Kampf. Waffenlager? Ja, klar. Klar, gehen wir zum Waffenlager. Eine Axt, 9 Schaden, fügt den angrenzenden Gegnern in der Reihe 1x4 Schaden zu. Ja, ist, glaube ich, mal ein bisschen besser als das hier. Das ist einfach nur Vorahnung ohne Block. Wenn er eine Karte spielt, erhält er 3 Block. Das ist interessant. Wir spielen am Anfang schon einige Karten aus, aber. Ah, ich glaube nicht, dass wir das nehmen. Ich glaube nicht, dass wir das nehmen. Du bekommst mal die hier. Rumgedotte ist nice, ja. Und gleich am Anfang so ein bisschen Heilung holen wäre auch nicht verkehrt, aber. Stopp. Wer hat am wenigsten Rüstung? Hier in der Mitte haben wir am wenigsten Rüstung. Das ist so gut, dass das kostenlos ist. Ach, das ist auch kostenlos, Schnieke. Machen wir erstmal weiter. Mal 2. Stirbt. Passt. Ach, das ist auch kostenlos geworden, hey. Ach, das ist schon. Alter, ich liebe das. Ich liebe das einfach. So, stirbt. Zu gut. Zu gut, zu wild. Nochmal kurz die Heilung abgeholt. Ich glaube, sind weniger live rausgekommen, als wir reingegangen sind. Aus eigener Dummheit. Das wäre halt nochmal mehr dort. Ich sollte aber. Im Endeffekt ist das bisschen besser auf lange Sicht gesehen. So, das sollte dann auch noch mal irgendwas auf der Hand reduzieren, ja. Wenn du das in der Mitte spielst. Ihn können wir auch gleich nach hinten treten, ehrlich gesagt. Ich spiele das jetzt nochmal. Wir müssen dann halt den Kampf rauszögern. Das funktioniert auch richtig schön, wenn die beide hinten stehen. Ach, warte. Kümmern wir erstmal um ihn da hinten. Die Hase sind jetzt nicht die krassesten. Ja, gut, dass jetzt die zweite Reihe da hinten gleich tot ist, ist
Wobei, ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Eigentlich gar nicht so verkehrt. Dann machen wir doch mal den einen da halbwegs platt. Okay, der ist jetzt weg. Ich glaube, den Rest speichere ich mir erstmal komplett. Warte jetzt erstmal, dass wir hier durch sind. 2x4 macht nichts. Ach, er kann nichts mehr machen. Er ist weggeblutet. Das ist nice. Das gefällt mir. Okay. So viel Heilung abgezwackt, wie wir nur kriegen können. Was ist das hier? Präzision, wenn der nächste Angriff dieses Charakters 8 Witschaden macht. Oh, das haben wir auch noch. Ach, aber das macht ja keinen Vitalitätsschaden. Ah. Da müssten wir noch. Bisschen draufhämmern. Und jetzt hämmern wir auch mit dem Ding. 19, okay. Da hat sie ihn selber zerdeppert. Nö, das nehme ich mal nicht mit. Menge, Liga, oh ja. Wiesel, 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 Wiesel. Gib mir ein Wiesel. Ein von zwei Rekruten. Nee, komm. Waffe. Verleiht Seitenwaffe. Das nächste Mal, wenn die primäre Waffenkarte des Charakters gezogen wird, wandert dieses, die sekundäre auch auf die Hand. Ja, gut. 13 Schaden. Fügt 2 verwundbar und 2 Bluten zu. Ist das Ziel bereits verwundbar, erhält es das andere Gedöns. Okay. Dann. Witzschaden für jeden Stapel verwundbar. Okay. Verleiht der ausgewählten Barrikade Befestigung. Okay, nehmen wir das. Wieso denn Barrikaden? Moment, kriegen wir den Biber? Wir kriegen den Biber, oder? Wir kriegen den Biber. Vordere und hintere Reihen tauschen ist auch interessant. Wir kriegen den Biber. Okay. Sehr interessant. Wo ist mein Biber? Habe ich den gerade... Was? Habe ich gerade Geld gezahlt und keinen Biber gekriegt? Habe ich ihn nicht ausgewählt und habe irgendwo anders hingeklickt? Ich sag mir nicht, dass ich da gerade... Moment. Das muss ich mir jetzt sofort angucken. Moment, ich bin gleich wieder da. Okay, ich habe keine Floren verloren. Ich habe zwar auf den Biber geklickt, aber das hat nichts ab- oder aus- oder angewählt und bei Fort... Ich habe den Biber nicht gekriegt. Weil die noch nicht freigeschaltet sind, oder was ist da los? What the hell? Kaufen und verkaufen. Hört sich nicht verkehrt an.
Ein zwielichtiger Bär lauert in den Schatten am Ende der Straße und lässt eine Flornwinze von Pfote zu Pfote wandern. Als du dich dem Bär näherst, grüßt er dich in einem rauen, gleichgültigen Tonfall. Kauf oder verkaufen, knurrt er. So oder so, beeilt euch. 3 Aufwertungsmarken, eine Karte aus einer Auswahl von 10, dem Deck hinzufügen, Talente von 2 Charakteren tauschen, Waffen aus dem Vorrat verkaufen. Zählen da auch Rüstungen zu? Okay. Dann nehme ich das mal so. Kommen jetzt Wachen auf uns zu? Ja, okay, kein Problem. Hauptsache ein bisschen Cash gemacht, aber was ist mit dem Biberbar? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe keinen blassen Schimmer. Okay, die teilen ihren Schaden auf. Komm, wir fangen mit dir an. Warte mal, 48. Moment. Wenn das gegnerische Ziel mehr Wit hat, zieh eine Karte. Bei weniger, wirf eine Karte ab. Was passiert es denn, wenn es gleich viel hat? Karte ziehen, okay. Oder wird das ausgewürfelt? Ich habe keinen blassen Schimmer, aber was soll's. Ich glaube, die Blutungen mache ich jetzt mal auf die Dudes. Die, oder auf den Dude, der besonders viel Wit hat. Das wird jetzt auch gleich interessant. Ich trete jetzt mal ihn nach hinten und spiele das hier. So, der ist weg. Dann können wir uns auch auf den da ein bisschen konzentrieren, weil der hintere jetzt sowieso noch keinen Schaden machen kann. Okay. Er steht nächste Runde. Wie schaut's aus? Perfekt. Ach, er hat ja auch noch hier. Ach, der ist ja schon im Eimer. Ja gut, dann. Also, momentan läuft es richtig gut mit den Dot. Gucken, wie lange das vorhält. Ein Charakter ist aufgestiegen. Warum wird mir das nicht... Ach doch, du leuchtest ein bisschen, oder? Ja. 12 Schaden... Bewegt den Gegner, verdirbt eine Karte, wähle ein Ziel, verleiht die doppelte Menge des seiner Stapel Blutung an Brutalität. Warte, stopp, stopp, stopp. Verdirbt eine Karte, wähle ein Ziel, verleiht die doppelte Menge seiner Stapel Blutung als Brutalität. Die Ausdauerkosten von Blutbad steigen um 1. Was ist denn? Ach so. Der nächste Angriff dieses Charakters fügt Blutung in Höhe der Stapel von Brutalität zu. Ach so. Ah! Moment, verdirbt eine Karte? Wähle ein Ziel. Verleiht die doppelte. Ich glaube, das wirkt nur, wenn wir bluten, nicht wenn der Gegner blutet. Probieren wir aus. Probieren wir aus. So, der Kaufmann in Not oder Kartenkauf. Lass mal hier zum Kartenkaufen, auch wenn ich den Glücksspieler wieder gerne hätte gemacht. Tolles Deutsch. Rotes Pulver. Wobei. Das wäre auch interessant für die eine bestimmte Karte, die wir haben. Gucken, ob ich sie jetzt so schnell finde. Moment, haben wir die genommen? Ich glaube schon.
Sehe ich jetzt nur gerade nicht. Na gut, dann packen wir doch. Ich pack's trotzdem rein, komm. Dann auf zur Kreuzung. Auf zur Taverne. Hoffen wir aber, dass wir dieses Mal einen Charakter kriegen. Können uns ein neues Wiesel holen und das wird auch gemacht. 5-1, ja. Oh, wenn immer einen Gegner zum Bewegen zwingt, hat er jetzt nicht so als Skills drin, ne? Aber er kann so Bluten packen und so, ja doch. Lass aber mal gucken, vielleicht sind die anderen ja viel geiler. Wenn immer du eine Runde 8 oder mehr zusätzliche Karten ziehst, was? Okay, kannst du eine verbannte Karte wiederholen? Krass. Wenn immer der Charakter Karten abwirft, erhält er eine Erholung. Auch interessant. Schöner Hammer. Viele fallen, ja. Zu Beginn seiner Runde, oder deine Runde, halten alle Gegner unter 50% fit. 2 von denen. Okay, er ist auch hier richtig drauf, ne? Aber ich will den kompletten Wieseltrupp haben. Wieseltrupp ist ein guter Trupp. Wie sie fast wie sie alle gleich ausschauen, wie in der gleichen Rüstung, ne? 38,2. Na, fast. Fast. Aber die verbessert ist, okay. So. Dann sind die ja schon fast hier. Ja. Ziemlich identisch. Kampfposition ist dann auch egal, wenn alle die gleiche Rüstung haben. Nee, passt schon. Wir betreten das Torhaus. Und sie haben den Gischthäscher. Der alte Otter verzieht sein vernarbtes Maul zu einer Grimasse, als du dich näherst. Seine berüchtigte, mit Widerhaken versehene Harpune glänzt im Mondlicht. Okay. Hört sich böse an. Aber das können wir auch. Am Ende seiner Runde wird alle Blutung dieses Charakters entfernt. Okay, wir können ihn nicht mit Blutung töten. Dann müssen wir die Blutung hier vorne reinhauen. Scheiße. Okay. Blutung, aber nicht alles andere. Na gut, dann sollten wir vielleicht doch der Reihe wieder hinzufügen. Zack. So, dann du, mein Lieber. Sorgst dafür, dass er weg ist. So, du kannst es auch nochmal machen. Oh Mann. Das ist jetzt ein bisschen kacke, dass wir da hinten nicht in die Blutung reinkommen, aber wir haben jetzt schon mal die Front sehr ausgedünnt. Sehr ausgedünnt. Ja, ein Life hat er noch. Er hat es aber... Ach, scheiße, weil wir den mit ihm beim Verbannen die Blutung reingezwirbelt haben. Nicht so cool. Sollen wir es mit denen da platt machen? Ah, vielleicht. Vielleicht wäre das gut, ja. Ich hoffe einfach mal, dass wir nicht noch weiter hinten noch mehr Blut machen. Doch, kriegt er. Scheiße. Scheiße.
Scheiße! Uncool. Dezent uncool. Okay, jetzt ist wirklich alles kostenlos. Halt. Du machst noch Aktivblutung da drauf. Ja gut. Au. 48, ne? Wuhuhu. Das verleiht einen selber Blutung. Das ist bei dir geil, richtig? War das bei dir geil? Das war bei dir geil. Verdebt eine Karte, vielleicht die doppelte Menge dieser Stapelblas hier. Ja gut, aber das wäre dann auch nicht so geil gegen ihn hier. Er kriegt ja keinen Blutungsschaden. Kacke. Ich habe zu viel Blutung, das kann doch nicht sein! Wie kann man denn zu viel Blutungsschaden haben? Was mache ich denn jetzt? Fuck! Gift ist gut. Okay. Du wirst dann den da noch machen. Stopp. Nein, halt. Du verursachst Blutung. Alter. Machen zu wenig Schaden, was das angeht. Es ist aber auch keine Verbannungskarte, also von daher. Auf wen gehst du denn? Hier unten. Du brauchst auf jeden Fall den. Ach, das bist du gar nicht hier, okay. Du brauchst auf jeden Fall den da. Das würde ihm nochmal was geben. Oh, oh. Ah, ah. Also er kontert so einen Blutungsdot-Deck, das ist schon krass. Immerhin hat er jetzt nur noch normale Angriffe. Oh. Das. Aber hat er das immer noch? Ja. Scheiße, das ist halt seiner, ne? Okay, dann muss ich das schon fast so machen. Das Gift arbeitet für uns, immerhin das. Sehr schön. Wir müssen warten. Aber ist schon cool, dass er das richtig schön auskontert. 120? Ich meine, wer ist der höchste von uns? Warte, was macht plus 5, 5, 4, 4. Okay. Die eines Gegners. Nehme ich jetzt. Ausrüstungsmäßig, was hast du denn hier Schönes? Das ist es nicht so geil, ne?
Ich dachte, von ihm kriegen wir vielleicht irgendwas Geileres, aber nö. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Einen Charakter aufsteigen lassen. Das rentiert sich bei nicht wirklich vielen. Das sind 400, 500 EP. Da nehme ich dann lieber die Kohlen. Und dann gehen wir mit Geld in das nächste Kapitel. Leute, macht's gut, bis dann. Ciao.